Wie ist die Unterrichtseinheit gegliedert? Zunächst vorweg werden wir zwei Typen von Anweisungen kennenlernen, die eine gewisse Bedeutung bei den Kontrollstrukturen haben. Dann kommt eine kurze Motivation. Wofür brauchen wir eigentlich sowas wie Kontrollstrukturen? Der Befehlssatz des Hamsters wird anschließend erweitert um sogenannte Testbefehle. Die finden wir dann wieder, beziehungsweise deren Anwendung finden wir dann wieder bei sogenannten Boolschen Ausdrücken, die wir ja bereits in der Aussagenlogik uns angeschaut haben. Dann kommen drei Kontrollstrukturen, die wir uns im Detail anschauen werden, nämlich die bedingte Anweisung, die Alternativanweisung und die Wiederholungsanweisung. Bei Wiederholungsanweisungen können Probleme auftreten, es können sogenannte Endlosschleifen auftreten. Dann folgen einige Beispiele, die die Kontrollstrukturen bzw. deren Einsatz verdeutlichen sollen. Zum Ende hin dann wieder ein paar Code-Konventionen, also Konventionen, an die Sie sich als Programmierer halten sollten. Und die Unterrichtseinheit schließt mit einer kurzen Zusammenfassung.